Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Ich gehe wahrscheinlich wieder als Burg rein. Blick 2 hat Auszahlung genommen, das heißt starkes Early Game. Ja, kann man gut Burg nehmen. Welcome to Nova. Das klingt gut. Lass mich mal schauen. Fliegende Einheiten haben wir gar nicht, also bleibt der raus. Wir machen den Elementar rein. Blumen ist gut, Schleime sind gut. Aufprallschaden haben wir nicht so viel. Ja, wir nehmen das erstmal so, weil wir müssen dann gucken, dass wir auf der 10, also vor der 10 nochmal rollen, damit wir einen Bosskiller haben, weil das ist hier nicht vorhanden. Da werden wir es erstmal schwer haben, gegen den auf Welle 10 zu bestehen, deswegen müssen wir da auf jeden Fall rollen. Grablord und Gatling Gun. Ich gehe auf 5 Worker. Oh, es war aber close. Eine Stecke gekriegt, okay. Wir machen das erstmal so. Da können wir die immer noch zu den Teufelsfischen machen. Für die natürliche, für die leichte Verteidigung. Auch sehr wichtig. Hat einen kleinen Piraten gebaut. Jetzt machen wir schon mal das Upgrade. Wir können immer noch mit der Priesterin des Abgrunds gut arbeiten. Er hat Protonen gebaut. Protonen und der Crab Lord. Er sammelt ein bisschen. Aber ist kein Problem, wir können mit den Elementaren gut dagegen halten. Nächste Welle. Gar kein Problem. Extra hat er gut abgewehrt. Er ist runter, er hat wahrscheinlich mehr Worker gebaut. Haben wir eine Stärke mit rein. Gucken wir mal, was uns das bringt. Elementare rein. Kaulquappen. Zweite Schnecke dazu. Mit Mudman. Mudman auf dieser Wave. Nicht unbedingt die beste Variante. Er hält das trotzdem. Die überlagern sich mal wieder. Das heißt, wir können auf 6 gut reinpushen.
Auf 6 können wir gut reinpushen, gerade für die. Für die. Scheiß Krabben. Das ist okay. Naja, gut, er schickt jetzt. Weil er noch Auto drin hatte. Okay, eine Turtle. Wollte aber kein Problem sein. Ja, hier muss man bei den Crablords uns aufpassen. Der hat zwar schon leichte Verteidigung. Er kriegt aber von durch die ganzen Krabben, die er holt, ist das ein bisschen anders. Da muss man mehr gucken, dass wir die Krabben gekillt kriegen. Die werden wir tauschen. Ich werde schon eine Blume bauen. Und wir hauen den noch mit rein. Oh, er hat einen Berserker geholt. Madmin war aber schnell down, das heißt, hier sind wir noch ganz gut dabei. Proton gehen down, der Crablord wird auch down gehen und er konnte nicht noch einen beschwören. Das ist sehr gut. Das werden wir jetzt nächste Runde Schleim aufrüsten. Not enough gold. Machen wir so. Hört man den King weiter auf. Gehen wir dann auf 10 oder so. Ja, alle Metalle machen gute Arbeit. Den aufwerten. Ich will nicht nur mehr Kohlequappen. Das reicht so. Ich versuche die dann nächste Wave loszuwerten. Wenn ich dann gerollt habe. Können wir locker noch Worker gehen. Sehr gut, alles gehalten. So wollte ich das sehen. Zack. Blume aufrüsten schaffen wir nicht. Wir machen jetzt mal schon den Roll. Den nehmen wir hundertprozentig mit. Bisschen hier könnten wir theoretisch noch vertragen. Ich glaube, ich mache es so. Machen das erstmal so.
Und dann muss ich auf jeden Fall jetzt erstmal den Bazooka bzw. den Zeus bauen. Mal drauf geschickt. So, wir bauen hier den Zeus. Beziehungsweise noch mehr Bazookas, damit wir jetzt die Welle 10 überstehen. Auch stich mit rein. Meine hat zwei Berserker. Kann gut sein, dass ich gar nicht durchkomme. Berserker hauen ordentlich rein, gerade auf der 10. Golem aufgewertet. Berserker sind weg, jawohl. Oh, sieht doch gut aus. Ja, ich hab zwar durchgelassen, aber nicht so viel. Ist okay. Ah, Champion Vulkankanone ist halt übelst fett. Wir machen das. Healing mit rein. Die tauschen wir. So sollte es ganz gut funktionieren. 13 ist eine gute Wave. Ich werde jetzt sammeln so lange. Und schicke dann auf 13 Stichschaden mit rein. Holy shit. Eine Belagerungsmaschine. Da werde ich verkacken. Auf 360 bekommen. Aber wir können auf 13 gut was reißen. Hat sogar geblockt, sehr schön. Und wir haben den King schon gut aufgewertet. Ist also nicht so problematisch. So. Schwein. Broker. Auf 13 kommen dann 3 Robos. Stichschaden schicke ich mit rein. Für die Berserker. Beziehungsweise können wir ein Voreis reinschicken. Voreis ist eine gute Variante. Gerade um den Berserker und den Golem down zu kriegen. Vielleicht noch ein. Ja, diesmal halt ich, kein Problem. Maulwurf geht noch raus, sehr schön. So. Machen hier Upgrades rein. Den noch. Und dann werde ich hier noch einen hinstellen. Und dann sind wir gut gewappnet. Zumindest eine Echse mit Stichschaden noch mit rein. Ja, Schnecke geht noch raus. Gucken wir uns jetzt hier drüben an. 540.
Und er ist 130 drunter, also dass er das hält, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Auch mit seinem Starcaller Crab Lord. Er hält aber doch noch ganz gut. Aber der King ist noch scheiße. Ja, so viel kann ich nicht schicken. Da muss ich extra reinballern. Jetzt gehen wir weiter auf Elementare. Den werden wir mal upgraden. Elementare hoch. Die tauschen wir. So. So sieht das doch gut aus. Ist hier noch mit rausgekommen? Nee, sind sie nicht. Da stehen sie. War eine Sekunde zu spät. Hat er auch die Crablots aufgewertet. Das ist halt ein liebes Fiaus, es werden immer wieder neu gespawnt. Müssen wir tauschen. Keine arkane Verteidigung. Kann hier noch ein Pyro reinballern. Das ist eine schlechte Wave für mich. Frontline weg. Okay, er hält ganz gut. Aber noch weniger gekriegt. Jetzt müssen wir ein paar Blocker aufbauen. Das ist wichtig. Bei den nächsten Waves, die schaffe ich an sich super einfach. Wenn wir jetzt hier mal einen roten bauen. Die tauschen wir wieder. Und dann macht es wahrscheinlich Sinn, Megatanks einen Ogre reinzuknallen. Würde ich mal behaupten. Smash!
Stichschaden ist gut dabei. Aufprallschaden kommt mit dem Ogre. Guck mal, was ich noch bauen kann. Aber wir gehen erstmal hier auf Schwein-Upgrade. Wir können hier auch mal ein bisschen upgraden, das stimmt. Packlieder haben wir schon drin. Einen Ogre kriege ich noch rein. Und dann noch 40. Gucken wir mal. Aber es war wichtig für mich, dass ich jetzt die Worker aufgeholt habe. Sonst kommen wir hier gar nicht ran. Wieder einen Kraken geballert. Die Ogre sind stark. Die hauen diese kleinen Mistviecher einfach weg. Ja, bin durch. Aber hier komme ich auch durch. Nee, ist das das Ende? Nee, oder? Doch, tatsächlich. Der King war zu schwach. Sorry. Ja gut, aber hat er mich gut immer gecovert, muss ich sagen. Ich habe mich dann wiederholt, indem ich mir Rocco dann gebaut habe. Gut funktioniert. 57 gab es am Ende. Ja, es war eine weitere Runde Legion. Schaut euch gerne mal an, wie das vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.